Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich bin da mal von da drüben zum Waffenstore gelaufen hier und habe ein paar Waffen verkauft. Any kind of iron I should keep an eye out for? The SOAR 22. Somebody offload an entire shipment onto black market. Dangerous tech. One bullet and you dead. Gespannt. Let's see what you got. Hat er die denn auch? Welcome, welcome. Wie gesagt, ich habe sehr viele Waffen verkauft und andere Dinge. Wir haben jetzt 822.000. Und ich wollte noch warten mit dem Sprechen mit ihm, deshalb ganz kurz. Ah, das ist die. Ja, die haben wir schon besser sogar. Mir ist noch aufgefallen, wir haben viele Waffen, die über 100 oder 200 Schaden machen, aber unser kleines Sturmgewehr hier macht nur 44 Damage, das ist gar nichts. Und alle anderen Waffen so 200, 400, 135, 200, 100 fast, 115, also ja. Irgendwie müssen wir dann noch ein gutes Sturmgewehr finden. Er hat hier leider nichts Spannendes für uns gehabt, also die sind auch nicht wirklich besser. Und upgraden kann man die ja leider nicht mehr, sobald sie nicht ikonisch sind. Obwohl ich eigentlich meinte, ich habe eine Mod drin, aber irgendwie funktioniert die wohl nicht. Außerdem habe ich hier viele Sachen hiervon verkauft. Mir ist leider im Nachhinein aufgefallen, für Sachen abzugraden, die ikonisch sind, braucht man allerdings die blauen Dinge, also die Komponente, die eine Stufe unter der Waffe oder dem Gegenstand ist, der ich herstellen möchte. Daher habe ich da leider einen Fehler gemacht. Wie man ja hier sieht, Itemherstellung, zum Beispiel hier, bei diesen ganzen Mods, braucht man die Sachen, die eine Stufe unten dran sind. Was irgendwie weird ist, aber okay. Und somit kann ich jetzt hier leider nichts mehr herstellen. Aber wir bekommen ja wahrscheinlich eh wieder da ein bisschen Stuff, wenn wir looten. Und außerdem können wir ja wieder ein bisschen leveln. Ich würde wahrscheinlich nochmal auf Intelligenz gehen. Mit Smartwaffen spiele ich ja eben nicht. Hier braucht man Phänomen gespürt. Eine Stufe höher. Die Schrotflinte finde ich halt auch stark, daher wäre es vielleicht gut. Obwohl Nachladegeschwindigkeit bei über 50%. Aber nur Sturmgewehr und MPs. Wir könnten eigentlich das hier mal unten voll machen. Ja, rutschen tue ich eigentlich ja nicht so viel. Aber Spring- und Klettergeschwindigkeit. Und weniger Ausdauerkosten. Nur Klingenwaffen. Ja, schwierig. Pyromanie. Mit Granaten. Schalt einen neuen Cyberware-Slot für die Hände frei. Das hört sich spannend an. Schalt die Cyberware-Zelladapter für das Integument-System frei. Diese kann in Riverdog-Kliniken gekauft und installiert werden. Du benutzt diesen Vorteil, um sie richtig nutzen zu können. Zelladapter. Neue Cyberware, verringerte Abklingzeit. Tech-Waffen, Fahrzeugkampf. Da wir eigentlich ziemlich auf Stealth gehen und viel hacken, würde ich wahrscheinlich eher hier von was nehmen.
Okay, das braucht man erst, wenn das hier freigeschaltet ist. Daher nehmen wir das mal. Wir gehen gleich mal in eine Ripper-Doc-Klinik und schauen und sehen, was es genau ist. Wenn denn eine in der Nähe wäre. Ja gut. Naja. Ist nicht gerade um die Ecke. Makako. Nebenmission. Vor allem sind wir jetzt mega weit hier hinten wieder. Obwohl ich eigentlich hier hin wollte. The Beast in Me. Triff River in der Nähe seines Informanten. Ich würde sagen, wir machen mal dieses Rennen endlich. Damit wir das mal gemacht haben. Das Auto ist leider auch weg. Ja. Was gibt es eigentlich hier Spannendes? So, I was saying. Hey, was? I was wondering what kind of vitamins you might have under the counter. I take it you're not in the market for vitamin C. Yeah, I think we're well stocked in what you're shopping for. But if anybody in blue asks, you weren't here. Nee, klar. Kind of need a doc. How can I help? Ja, wir sollten auch eigentlich mehr von diesen Gütern hier benutzen, weil die hier manchmal viele Buffs. Also abgesehen vom Alkohol vielleicht. Also Gesundheit, Ausdauer. Soll ich eigentlich ein bisschen mehr mit einbeziehen? Aber gut. Wir gehen jetzt mal dahin. Und dafür nehmen wir das Huhn. Wenn es denn keine Rolle spielt, Alter, um welche Zeit wir diese Rennen machen. Mal schauen. Okay, der Ripper Dog wäre zwar jetzt gleich um die Ecke. Mann. Na gut, so um die Ecke ist er jetzt auch nicht. Hello. Kommt man da schnell hin, irgendwie nach da unten? Wahrscheinlich ja nicht. Und mal auf zu Chick Street. Habe ich jetzt Fingers ausgewählt? Kann sein, oder? Mal schauen. Ah, Fingers. Naja, ich weiß ja nicht, ob der gute Ware hat für uns. Vor allem ist er einfach ein Perversling. What is it? Heina. Your style. See, you have a flair for the unique. All handpicked by me. It do well to attract new patients? Who knows? It's for me. For my aesthetic pleasure. Alter, seine Füße. My chrome could use some fine tuning. Here to serve. Naja. Lass mal sehen. Hände.
Mikrogenerator und das nachher eine Waffe lässt den nächsten Schuss einen Elektroschock freisetzen. Das ist ja ziemlich gut. Könnten wir upgraden auf Stufe 4+. Also wir kaufen das für 33.000 und wasten es ganz aus. 3,9229. Es hat nicht so viel Schaden, ehrlich gesagt. Da wird sich wahrscheinlich upgraden bis mehr lohnen. Obwohl, ne, warte. Theoretisch haben wir ja das Geld. Mögliche Benutzung von Smart-Waffen. Ja, komm, scheiß drauf. Wir nehmen es und upgraden das gleich mal. Obwohl. ...20 Stück kostet es. Okay, wir haben 253. Okay, wir upgraden das. Und nehmen dann noch was? Weil es ist Co-Prozessor, erhöht die Chance auf Querschläger. 30% Schaden von Querschlägen. Fassungsdauer. Smartlink. 20% weniger Rückstoß. Smartlink. Griffschutz. Weniger Rückstoß gefällt mir eigentlich. 33.000 nehmen wir auch, komm. Und das rüsten wir auch gleich noch mehr ab. Oder upgraden wir, besser gesagt. Ein bisschen weniger Rückstoß. Ich glaube das. Kommen wir langsam hier an die Grenze, die uns hier festhängt. Könnten wir sonst noch was aufbessern? Habe ich das nicht rausgenommen? Das Raketenabschusssystem. Ach nee, habe ich nicht. Aber benutze ich das so oft? Ich weiß ja nicht. Vielleicht mal eher die Gorilla-Arme kaufen. Aber kostet 86.000. Elektrische Gorilla-Arme. Toxische Gorilla-Arme. Thermal-Gorilla-Arme. Chancen auf Bluten. Nee, ich lasse das jetzt erstmal. Glaube ich. Also andere kostet halt ziemlich viel. Und es braucht so viel Zeit, das alles zu vergleichen und zu schauen, wie man das Ganze aufbauen möchte. Und wenn, dann mache ich es wohl lieber eher offline wieder oder offscreen. Weil es zu viel Zeit sonst braucht. Appreciate it. Thanks. Danke, Fingers. Bis dem noch ein hässliches Schwein. Tschüss. Hey, get away from me. Ja, ist ja gut, sorry. So, jetzt aber. Wir nehmen den Lift hoch. Polar Street. Jetzt aber ab zum Rennen. Und natürlich ist unser Auto wieder weg, danke sehr.
klau ihm mal da drüben diesen Sportwagen. Der macht nichts Spannendes, okay. Okay, noch ganz kurz. So. Dann fahren wir jetzt zum Rennen. Mal schauen, ob wir da irgendwie unser Auto dann aussuchen können oder ob wir... Fuck. Ein bestimmtes Auto nehmen können. Oder nur das, das wir hier haben. Werden wir ja gleich sehen. Vista del Rey. Mit dem Rennen oder was? Wahrscheinlich müssen wir in der Nacht dahin gekommen, schätze ich mal. Wahrscheinlich werden wir gleich Zeit beginnen lassen, oder? Ruf Claire an, um mit dem Rennen zu beginnen. Claire, you coming? I'm already here. Great. Be there in a flash, promise. Right on. See you soon. Wait, hold up. Which rig are we using? Wir nehmen deins. Yours. Okay. Beast's ready to roar. Be right over. Later. Ich glaube, die wird Freude haben, wenn wir ihr Auto nehmen, weil sie ja ziemlich stolz darauf ist. Dann mal schauen. Nimm mal meinen Controller zur Hand. Mein Gamepad. I bet a bundle on a win. Losing's just not an option, eh? Hey, look, Samson. Fresh meat. Be embarrassing to lose to a rookie. Chill. Gonk will probably crash out on the first bend. Wer bist du? Das sieht ja nice aus, das Auto. Ey, Junge! Ernsthaft? Aber sind das schon nice, nice Karren? Sogar das NCPD sperrt für uns ab. Okay. Hey, Claire. Hey, V. Good to see you. So, how's it look to you? Give me my take once we cross the finish line. Provided we arrive in one piece. Hey, focus on winning. Yeah, I'll go heavy on the throttle. Ich bin ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, weil ich, ja, ich glaube, hier Rennfahren ist ein bisschen schwierig. NC Badges are okay with this? NC Badges can't see a problem around the stack of Eddies put in front of them. Ah, solve every problem, don't they, Eddies? Mm-hmm. No consequences for corpses in these races? Cops don't care who dies. They just funnel the data through their accident reports. Bullet to the brain counts as a traffic fatality? Depends on the street. Any tips before we roll? Don't take your foot off the chew. My job will be to slow everyone else down. That's good done. Ultimately, it'll be speed, not firepower, that'll win us this race. Go fast. Got it. Oh, take this shard. What's this for? It'll show you the route. You'd be driving blind without it. Okay, sehr gut. We need to hit all the checkpoints or we'll be disqualified. If you want to hang a bit, do. I'll be in the rig. When do we start? The shard. It's all on there. Willkommen im Adrenalinrausch von Night City's Rennwelt. Lasse die Konkurrenz als Schrotthaufen im Staub hinter dir zurück und werde zu einer unvergessenen Legende. Wie Gray Falcone, Krista Margaret und Dean Russell. Brenne deinen Namen in den Asphalt von Night City ein. Dieser Splitter führt dich durch die vier Rennen des diesjährigen Wettbewerbs. Drei in der Stadt, eins in den Badlands. Die Teams, die, in der,
die in mindestens zwei der Vorrunden in den Top 3 sind, qualifizieren sich für das Finale und damit für eine Chance gegen den Champion des Vorjahres Peter Sampson anzutreten. Routes NZ, our master. V77 ist dafür programmiert, dich in Echtzeit auf der HUD eines Optikimplantats über die Route zu führen. Angeblendet werden Countdown zum Start, Anzahl der obligatorischen Checkpoints, Richtung der Route, aktuelle Zeit- und Rangliste, Anzahl der durchquerten Checkpoints, Live-Übertragung des Ansagers. Ich wünsche dir viel Glück und saubere Kurven, R Master. Wenn es eine Anzahl obligatorischer Checkpoints gibt, heißt das, dass man nicht alle mitnehmen muss? Diese Software ist virenfrei und verschlüsselt. R Master behält sich das Recht, Vordaten zur Route vor Beginn des Rennens zu aktualisieren, sofern dies notwendig ist. Ja, nach dir. Those rogue fuckers. What am I supposed to think? I peace on him. That's good. Good. I thought I sensed nerves, you know what I mean? Oh, ich bin gespannt. Let's fucking go. Last bit. Don't miss your chance to win. First elimination rally coming up. Everyone ready? Not like it matters. Too late to back out anyway. Strap in. No shit. And get ready to go for pay dirt! 3, 2, 1! She got it! Komm schon, Claire! Nur ist ihre Karre ein bisschen groß und schwer. Also theoretisch könnte man ja eigentlich Selbstzerstörung ein... Oder nicht? Wie gesagt, es geht ja nicht darum, wer gewinnt oder wer stirbt. Was? So ist ein bisschen schwierig, mit dem Gamepad zu fahren und gleichzeitig versuchen, Autos zu hacken. Aber bis jetzt sieht es gut aus. 15 von 31 Checkpoints. Haben wir ein bisschen Vorsprung, das ist gut. Ihre Kurve, ihre Karre ist leider nicht ganz so. Fuck, schnell, ich dachte, es könnte man zerstören. Shit, ich dachte, die Ampel wird zerstörbar. War leider nicht der Fall, aber Notbremse geht ja in der. Ja, sag das ja nicht. Sonst jinxst du es wirklich. Sagen wir hier auf dem ganzen Kreis, oder wie? Ja, sieht fast so aus. Und dann wahrscheinlich zurück. Ja, sieht so aus. Hä, was? Alter, ist das mies! Der schummelt richtig. Einfach stehen bleiben und
zurückfahren. Kein Smart. 28 von 31 Checkpoints. Heads up, curve you back, looking around. Good luck with that. Ich glaube, das haben wir im Sack. Nice one. Sound surprised. First fucking place. It's not that I'm surprised, it's just... I know. First place. I heard you. Let's hold up at the finish line a minute, just in case. You got it. Nice one. Gute Arbeit, Claire. Gute Arbeit. Haben wir beide sehr gut gemacht. Do these races every year? My fourth time this. First time out, I won. It gets you hooked. I can't give it up now. Can't or won't? What's the difference? You do this for the Eddies, the wins, the glory. Why do you race? It's like you've got laser focus. You don't like winning? Yeah, it depends on what I stand to gain and what I gotta put in. Yeah. Price can be pretty high. See, you lost your last driver? Can we not talk about it? Sure. Sure. Need a lift to the shop? Yeah, sure. All right, let's go. Und ich glaube, wenn sie nicht darüber sprechen möchte, dann ist er wohl nicht fort, sondern tot. Was ist das hier für eine schöne Karre? Caliburn Rayfield. Wer ist das? Irgendwelche Tiger Claws? Aber der stand vorhin noch nicht hier. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr über Claire erfahren, wenn wir mit ihr zurückfahren. War echt nice das Rennen. Ich hab gedacht, es wird ein bisschen schwieriger, aber wir haben es gemeistert. Mit ein paar fiesen Tricks. Aber Hauptsache, wir sind Erster. Und das ist alles, was zählt. Right, Claire? Right. Sprecht ist sie nicht gerade. Aber diese Autofahren sind eigentlich auch immer sehr cool durch Night City. Weil man sich dann alles anschauen kann, wenn man nicht selber fahren muss. Irgendwas zu erzählen, Claire? Manchmal frage ich mich immer, was diese komischen Geräusche sind, wenn man hier rumfährt.
Weil das Auto ist es ja nicht. Wow, danke. Hä? Aber was hat jetzt das gebracht? Dass sie uns zurückgefahren hat? Gar nichts, wenn sie ja selber nicht hier zurückkommt. Oder anhält. Naja, was soll's. Ich würde mal sagen, das war's dann wieder für Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.